biometrisches Boarding auch jetzt in Hamburg möglich mit der Starlines. Die Air Force One, die neue, die 747-8 von Boeing, da laufen die Kosten absolut aus dem Ruder. Und dann gibt es eine gute Nachricht aus Polen. Die Fluglotsen haben sich geeinigt, also der Streik ist abgewendet. Mein Name ist Lars Korsten, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wie ihr hinten seht, Japan, Berlin. Wird gespiegelt. Aber auf jeden Fall sind wir heute beim Stammtisch. Ich bin vom Stammtisch aufgestanden, habe für euch die News schnell gemacht, vorbereitet. Quick and dirty. Deshalb den Abonnierbefehl nicht vergessen, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, Like dazulassen und trotzdem zu kommentieren. Ihr hört im Hintergrund, wie die anderen schmatzen. Könnt ruhig weiter schmatzen. Ich versuche das rauszufiltern. Ja, man sieht, es sind sehr kultivierte Leute unterwegs, Herr Riedel. Das erste Thema ist, Delta bezahlt jetzt ihre Crews mehr. Das heißt also, die Crews bekommen jetzt auch Geld, wenn Boarding stattfindet. Normalerweise ist es so, dass eine Fluggesellschaft die Flugbegleiter nur dann bezahlt, wenn Off-Block ist und On-Block. Block, das ist das, was vorne an die Vorderreifen gemacht wird, also dieser Holzblock im Prinzip, und wenn er weggemacht wird. So wird der Flug berechnet. Jetzt ist Delta vorgeprescht und hat da den Freunden der Flugbegleiterin gesagt, dass man diese Zeit dann auch bezahlt. Ich persönlich finde das jetzt nicht wirklich so prickelnd. Warum? Ganz einfach. Die Boardingzeiten sind ja teilweise bei Flügen nicht wirklich lang. Das sind 25 Minuten, 30 Minuten. Ich hatte heute zum Beispiel auf meinem Flug ein Boarding von roundabout 15 Minuten. Das macht den Kohl nicht fett. Da hätte eine Gehaltserhöhung, die es vorher letzten Monat ja auch gab bei der Delta, wesentlich mehr Impact bei den Crews gehabt. Also insofern halte ich das für einen Marketing-Stunt. Aber wie auch hier ist es im richtigen Leben. Alaska Airlines will jetzt auch nachziehen, reißt, dass die Crew da auch was machen möchte. Was haltet ihr davon? Wie sagt ihr zu der Bezahlung von den Flugbegleitern? Aus eurer Meinung heraus sollte das eigentlich, ab wann sollte eine Crew bezahlt werden? Weil das ist ja auch das, was viele gar nicht wissen, dass bei einer Verspätung die Crews nicht bezahlt werden, weil wirklich nur die Zeit gilt, wenn man weg vom Gate gedrückt wird und die Türen zu sind. Dann ein Flugzeug, was natürlich eine Ära begründet, das ist die 747-8. Diese Ära geht zu Ende, aber man kann jetzt über Donald Trump sagen, was man möchte. Er hat es zumindest möglich gemacht, dass die amerikanische Regierung da noch zwei Flugzeuge von bekommen hat. Das sind ja welche gewesen, die auf Halde gewesen sind. Und die Freunde bei Boeing waren happy, dass sie diese Flugzeuge ja losgeworden sind. Aber irgendwie werden sie doch nicht glücklich, weil die Regierung die Kosten, ja, ich sag jetzt mal, falsch gesagt bekommen hat oder Trump die so gedrückt hat. Auf jeden Fall stellt Boeing fest, dass die Kosten explodieren. Und man ist zwar bei Boeing stolz darauf, dass man die nächste Air Force One macht, weil die 747-200er sind das ja, sind schon relativ betagt und alt. Also insofern ist das auch ein Prestigeprojekt. Nicht, dass man aus Versehen vielleicht einen 380er noch bestellt hätte, wäre ja eigentlich das Problem gewesen. Obwohl Lufthansa hat ja jetzt welche abzugeben, könnte man ja vielleicht machen. Aber es gibt halt einen Festpreisvertrag. Und deshalb sagt man einfach, man ist mit dem damaligen Deal semi-happy, weil halt die Kosten wirklich rauslaufen. Die Verluste sind in die Höhe geschossen. Es sind ja auch Probleme aufgetaucht, dass man zum Beispiel bei den ganzen Maßnahmen, wenn man das kontrolliert, gesehen hat, dass die Leute zum Beispiel ja, Tequila-Flaschen in dem Flugzeug getrunken haben. Zumindest hat man die Reste davon gefunden. Und man sagt einfach, dass das Problem, und das Flugzeug heißt übrigens offiziell VC-25B, natürlich durch Corona und Covid da in, ja, ich sag jetzt einfach mal, die Kosten hochgetrieben hat. Ich weiß jetzt nicht, ob es das ist, aber das Problem sind natürlich auch, dass die ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da beschäftigt waren, andere Themen hatten. Also schauen wir einfach mal. Wie findet ihr das? Wollt ihr übrigens die alte Lackierung haben? Das heißt also dieser, der Farbton, den wir alle kennen, das Weiß mit diesem Hellblau geschwungen und dann mit der Linie, mit der Bauchbinde in Gold und Weiß. Oder findet ihr den Amerika-Vorschlag von Donald Trump? Den sieht man ja übrigens auch immer auf dem Tisch mit ihm. Findet ihr den gut? Ich persönlich finde den alten irgendwie klassisch. Aber wie gesagt, man gewöhnt sich vielleicht an das Neue. Ein
Gutes hatte ja die Tarifeinigung in Polen, dass wir jetzt nicht von dem Streik hier betroffen sind. Das heißt also, dass die Flugzeuge den polnischen Luftraum durchaus benutzen können, ganz problemlos. Insofern ist das gut gewesen, dass man sich da geeinigt hat. Es hatten ja viele Flugbegleiter auch den Job gekündigt und hätte damit halt wirklich ab 1. Mai die Anzahl der Starts und die Landungen, aber auch der Flugverkehre, die da durchgehen, drastisch reduziert. 170 Fluglotsen wären fast gegangen. Also insofern schauen wir mal, ob das da eine positive Lösung gibt und dass der Luftraum dadurch wieder effektiver genutzt werden kann. Die letzte Nachricht ist eher etwas für Technik-Nerds. Ich selber habe mich auch bei der Starlines zu dem biometrischen Ding angemeldet, war halt ein Riesenproblem mit Gesichtserkennung, Handy vorhalten, links, rechts und so weiter. Ihr wisst ja, wie es geht. Gibt es jetzt auch in Hamburg. Das gibt es aber schon in Frankfurt, in München, in Wien. Also insofern ist das etwas, wo ihr sagt, das macht Sinn oder nicht. Ich selber habe es letzte Woche in Los Angeles bei Finnair gehabt. Da habe ich geboardet, habe mein Gesicht einfach nur in die Maschine gehalten. Gate ging auf, ich musste nichts zeigen. Ich fand es angenehm, aber es gab da anscheinend auch Probleme. Und ich finde das einfach sehr, sehr spannend, wenn man wirklich nur noch mit der Gesichtserkennung arbeitet. Auch in Dubai haben wir ja mit der Gesichtserkennung gearbeitet. Heißt also, bei der Immigration, wenn man aus Dubai ausgereist ist, gab es einen Kanal, wo man durchgehen konnte und dann wurde das Gesicht gescannt und dann ist man auch direkt raus aus dem Land. Ist in meinen Augen bei den Massen von Passagieren eventuell eine gute Lösung, aber es sollte halt funktionieren. Wie sind eure Erfahrungen damit? Was denkt ihr einfach? Ist das etwas, wo ihr sagt, das ist top oder nicht? Ja, weil wir das Ganze beim Stammtisch machen und ihr euch natürlich fragt, wie so ein Stammtisch mal aussieht, ich drehe das mal einfach um. Ah, da gucken wir mal. Da sitzt die Bande. Also insofern, da sitzen einige vom Stammtisch und da könnt ihr halt einfach gucken. Wenn ihr beim nächsten Mal beim Stammtisch auch dabei sein wollt, ich drehe euch wieder zurück, ich gehe mal wieder auf meine Position, oh, und wieder scharf stellen, zack, scharf gestellt, einfach dabei sein. Der nächste Stammtisch wird wahrscheinlich Frankfurt sein. Termin werde ich einfach nochmal euch mitteilen. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Und denkt daran, dass ihr abonniert, Glocke anmacht, Like da lasst und unten ganz, ganz wichtig kommentieren. Diese Ausgabe ist ein bisschen kürzer. Ich weiß gar nicht, wie lang sie ist, weil der Timer einfach auf der Kamera durchläuft. Also insofern, wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Also, jetzt tschüss.